Kontinuation. Diente Wochenende sind wir nochmal für Sie da von Ron. Schönen guten Abend und herzlich willkommen auch an Max Wendel, der weiß, was wir vorhaben heute. Ja, wir haben eine ganze Menge natürlich wieder vor. Wir schauen uns an, wie ein Weinfest unter Corona-Bedingungen aussieht. Außerdem haben wir, Achtung, aufgepasst, Gänse, die den Verkehr regeln. Und die Handballvereine haben endlich Gewissheit aus dem badischen Raum. Das Wochenende bringt den Saisonstart mit sich und darüber reden wir heute. Und ganz viele andere Themen haben wir auch noch im Gepäck. Viel Spaß heute bei Ron. Das Deutsche Weinlesefest in Neustadt, das fällt in diesem Jahr aus. Der Grund, ja klar, Corona bedingt die Absage. Aber die Verantwortlichen dort in Neustadt haben sich etwas überlegt, haben sich schon im Mai damals die Köpfe zusammengesteckt und haben eine Alternative gefunden, nämlich Neustadts Weingarten. Es kann also trotz Corona gefeiert werden. Wie das Ganze aussieht, weiß Lena Wollny. Klein, aber fein. Unter diesem Motto wurde heute Vormittag um 11 Uhr Neustadts Weingarten feierlich eröffnet. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen hat sich die Stadt zusammen mit den Veranstaltern etwas Besonderes einfallen lassen. Eine kleine Schwester für das bekannte Deutsche Weinlesefest. Wir haben uns lange Gedanken gemacht und überlegt, wie könnte ein Konzept Corona-gerecht aussehen, um nicht die großen Menschenmassen hierher zu bringen, sondern dennoch den Neustädtern und den Menschen in der Umgebung eine Möglichkeit zu bieten, sich zu treffen auf ein Glas Wein. Wir wollen eine gemütliche, nette, gute Veranstaltung haben, die klein, aber fein ist. Das neue Konzept ist simpel. Gefeiert wird nur noch unter freiem Himmel mit dem nötigen Abstand und Selbstbedienung gibt es nicht mehr. Trotz der Veränderung entstanden ist ein gemütlicher Treffpunkt für alle Weinliebhaber. Wir sind immens froh, dass wir überhaupt was machen konnten. Und gerade für die Schausteller und für alle anderen sind sämtliche Veranstaltungen zusammengebrochen. Und insofern waren wir froh, dass wir hier was Kleines aufstellen können. Absagen war nämlich weder für die Veranstalter noch für die Stadt eine Option. Zu wichtig war ihnen der kleine Schritt zurück zur Normalität. Ganze Freude der Besucher, die heute schon dabei waren. Wir sind begeistert, dass wir wieder einmal auf ein kleines Fest gehen können, draußen sitzen können, den Wein genießen. Endlich auch mal wieder zusammenzusitzen. Wieder leben, aktives Leben wieder da. Bis einschließlich zum 4. Oktober öffnen die Betreiber täglich von 11 bis 22 Uhr. Und auch wenn es eine schöne Alternative in dieser außergewöhnlichen Zeit ist, hoffen alle Beteiligten im kommenden Jahr hier ihre Weinschorle wieder unter normalen Bedingungen genießen zu können. Bis das aber wieder möglich ist, lassen sie sich den Spaß auch bei dieser kleinen, aber feinen Ausgabe ganz sicher nicht nehmen. So, und jetzt gehen wir nach Bammental, wo mächtig was los ist auf der Hauptstraße. Und nicht das, was Sie denken, sondern die hier sind unterwegs. Gänse in Bammental, die ja quasi auch mal den Verkehr regeln, weil man zwangsläufig zum Stillstand kommt, wenn sie über die Straße marschieren. Wie das Ganze aussieht, zeigen wir Ihnen jetzt. So viel Zeit muss sein. Wenn die Gänse hier mitten in Bammental wieder mal die Straße überqueren, heißt es für die Autofahrer anhalten und abwarten. Das hat im Ortskern Tradition. Verkehrsberuhigung mal anders. Runter vom Gas, rüber mit der Gans. Da wartet man halt immer 2-3 Minuten, bis sich die Gans überlegt hat, wo sie hin will. Aber wenn es mich stört, steige ich aus dem Auto aus und kusche sie halt rüber, dass man weiterfahren kann. Rasend macht das also keinen. 6 bis 8 Tiere sind es, die hier seit mehr als 10 Jahren für Ordnung sorgen. Gab es schon mal einen Unfall? Wurde mal ein Autofahrer verletzt? Nein, eher umgekehrt. Die Gänse leben manchmal gefährlich. Aber in der Regel sind die Gänse diejenigen, die auch mit einem Schmunzeln betrachtet werden, wenn sie über die Straße wackeln. Seit hunderten Jahren schon sind Gänse im Ort ansässig. Hier bin ich ganz, hier kann ich sein. Gräser, Pflanzen, Wurzeln, auch genug Nahrung ist da. Und wer isst, der muss auch mal. Naja, Sie wissen schon. Und Sie sehen schon, da liegt das Problem vor der Turnhalle. Die setzen sich dann abends vor die TV-Halle oder fressen dann das Gras um die TV-Halle ab. Und dementsprechend hinterlassen sie natürlich auch Kot. Und die fragen ja dann nicht, dürfen wir hier oder dorthin machen, sondern die lassen das dann einfach liegen. Richtig. Das Einzige, was die Hausgänse hier reinigen, ist das eigene Federkleid. Und so heißt die bittere Wahrheit, putzige Gänse, putzende Menschen. Unsere einzige Möglichkeit ist, dass wir mit unseren Mitarbeitern aus dem Bauhof
die Hinterlassenschaften so schnell es geht dann wieder beseitigen. Bleibt die Frage, sind die eigentlich gefährlich? Können die beißen? Manchmal fauchen die ja da wirklich an und die Kinder haben dann schon ein bisschen Angst, wenn die so nah auf die zukommen. Bammental und seine Gänse. Einerseits Hassliebe, andererseits ein inniges Verhältnis. Ich fände es schade, wenn die wegkämen. Keine Sorge, Gänse können älter als 20 Jahre werden. Der ein oder andere Autofahrer wird also wohl noch warten müssen, bis die Straße wieder frei ist. Peter Strobel, Thomas Strobel, das habe ich einen falschen Vornamen gegeben, der Innenminister von Baden-Württemberg hat jetzt der Rhein-Neckar-Zeitung ein Interview gegeben und sich dabei doch deutlich für höhere Strafen für Angriffe auf Polizisten eingesetzt. Die Mindeststrafe liegt aktuell bei 3 Monaten, aber er meint, sie müsste mindestens auf 6 Monate verdoppelt werden. Jetzt noch die weiteren Nachrichten im Überblick. Betrugsvorwürfe gegen Firmen. Die Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg haben in mehreren Betrugsfällen in Bezug auf die Corona-Soforthilfen die Ermittlungen aufgenommen. Die Gelder wurden unter anderem an Unternehmen ausgezahlt, die nicht existierten oder kein Anrecht auf die finanziellen Hilfen hatten. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelt bisher in 12 Fällen. Der Schaden wird bisher auf 85.000 Euro geschätzt. Die Soforthilfen von Bund und Ländern wurden für Unternehmen bereitgestellt, die durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohende Lage geraten waren. Zeitweise voll gesperrt. Das war heute Morgen die A5 zwischen Bruchsal und Kronau. Dort war ein Fahrzeug mit einem Reisebus kollidiert. Der Fahrer des Wagens ist nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Er hatte zuvor in einem Baustellenbereich den Bus gestreift und war ins Schleudern geraten. Danach sei er laut Polizeiangaben eingeklemmt worden und musste schwer verletzt befreit werden. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die A5 war teilweise voll gesperrt. Der Verkehr hatte sich kilometerweit zurückgestaut. Neustadt zeigt grünes Herz. Angesichts der besorgniserregenden Lage um den Wald hat das Bundeslandwirtschaftsministerium die Deutschen Waldtage ins Leben gerufen. Diese haben heute begonnen. Auch die Schüler der Klasse 4a der Eichendorfschule in Neustadt an der Weinstraße haben sich daran beteiligt und waren mit den Verantwortlichen von Ponywandern Pfalz unterwegs. Mithilfe solcher Aktionen sollen die Schüler für einen bewussten Umgang mit der Natur sensibilisiert werden. Die Kinder bewegen sich hier frei, erfahren die Natur mit allen ihren Sinnen, erleben sie es. Also Sinne heißt auch, es geht auch in die Seele hinein. Das kann man in einem Raum nie hineinholen. Der deutsche Wald leidet seit Jahren stark unter den Folgen des Klimawandels. Beim SV Waldhof Mannheim wurde ja zuletzt bekannt, dass es 2 positive Corona-Fälle gibt. Jetzt hat das Gesundheitsamt Mannheim grünes Licht gegeben. Die betroffenen Personen dürfen raus aus der häuslichen Quarantäne, durften heute auch schon wieder mittrainieren und stehen auch bereit für das Ligaspiel dann gegen Viktoria Köln am kommenden Montag. Und bleiben wir gleich in der 3. Liga, wo heute der Auftakt ist mit dem 1. FC Kaiserslautern zu Hause gegen Dynamo Dresden. Seit 1745 spielen sie und es steht noch 0-0. Wenn noch ein Tor fällt bei uns in der Sendung, vermelden wir es natürlich. Jetzt aber gehen wir erstmal zu Floorball und zum TV Schriesheim, die eine bewegte vergangene Saison hinter sich gebracht haben, haben eigentlich ganz gut mitgespielt als Aufsteiger. Dann der Corona-bedingte Abbruch und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht, ob der Griff nach den Sternen, sprich der deutschen Meisterschaft, gelingt. Marcel Schreiner. Die Floorballer des TV Schriesheim geben Gas, wie immer. Zum Saisonstart gab es gleich mal einen Sieg in Bonn. Aber die große Frage, wie nah kann man dem Titel kommen? Ich glaube, die deutsche Meisterschaft wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt. Playoffs spielen dieses Jahr nur 4 Teams und das ist ein sehr herausforderndes Ziel. Ich weiß nicht, ob wir uns das auch selbst setzen können oder ob wir uns da zu viel unter Druck setzen. Okay, da bremst sogar der Spielertrainer die Erwartung. Dabei ist Bremsen so gar nicht das Motto des TV Schriesheim. Die Schriesemer stiegen 2019 in die Bundesliga auf, waren im März bereits für die Playoffs qualifiziert. Zu den Titelkämpfen kam es dann aber nicht, die Liga wurde abgebrochen. Dieses Dilemma hat die Liga genutzt, um eine wichtige Neuerung direkt umzusetzen. Ja, also die Liga sollte schon längere Zeit aufgestockt werden. Es war schon über Jahre lang hinweg geplant. Und jetzt hat der Floorballverband Deutschland eben die Möglichkeit gesehen, das über die Bühne zu bringen. Durch Corona konnten keine Auf- und Abstiegsspiele stattfinden. Deswegen wurde die Liga aufgestockt und das Ganze soll einfach attraktiver werden. Mehr Teams, mehr Spiele und das kann man auch dann besser vermarkten.
heißt aber auch mehr Belastung. Personell hat sich der TVS dagegen eher entschlackt. Zwei wichtige Spieler haben den Verein verlassen. Für Schriesheim ist das aber kein Grund, um sich zu schlagen. Denn bisher kam aus der eigenen Jugend immer neues Spielermaterial mit guten Fähigkeiten dazu. Wir haben dennoch viele herausragende Jugendspieler mit Joel Butt, Julius Heuer und Daniel Mutra rücken drei auf, die in letzter Saison bereits gute Erfahrungen gesammelt haben und jetzt fest im Kader integriert sind und auch den einen oder anderen Unterschied machen können. Und ich freue mich auch, die Jungs auf dem Feld zu sehen. Da ist es wieder das durchgetretene Gaspedal, das man von der Actionsportart Floorball so kennt. Ist der Griff nach den Sternen also doch drin? In der Saison liegt ziemlich viel, denke ich. Wir haben in letzter Saison gezeigt, dass wir vor allem auch knappe Spiele für uns entscheiden können. In den vergangenen Jahren war das nicht so der Fall. Und deswegen denke ich, wir können vor allem zu Hause jeden der Gegner schlagen und auch auswärts allen wirklich gefährlich werden. Apropos knappe Siege. In Bonn gewann der TVS mit 9:8. Ein Tor schoss dabei auch Youngster Butt. Die nächsten Härtetests stehen dann am Samstag um 18 Uhr gegen Kaufering und am Sonntag um 16 Uhr gegen Hölzbüttgen an. Mit dabei dürfen dann auch bis zu 70 Zuschauer sein. Und zu Hause können die Schriesheimer ja jeden Gegner schlagen. Nochmal kurz zu den Lautern. Vorhin stand es noch 0:0 im Heimspiel gegen Dresden zum Auftakt. Mittlerweile liegen die Lautern 0:1 zurück, aber haben noch genügend Zeit, für das ein oder andere Tor zu sorgen. Jetzt machen wir aber weiter und sprechen über den Badischen Handballverband, wo Aufatmen erstmal angesagt ist. Es geht nämlich um den Saisonstart. Es geht jetzt an diesem Wochenende los. Zuvor hatten sich aber bereits einige Vereine dafür ausgesprochen, die Liga doch bitteschön erst im Januar starten zu lassen. Der BHV, der Badische Handballverband, räumte den Vereinen die Möglichkeit ein, abzustimmen, ob die Saison wie geplant am 19. September oder eben erst im Januar starten soll. Und wie der BHV heute mitgeteilt hat, gibt es ein eindeutiges Votum. Nur 31 von 141 am Spielbetrieb beteiligten Vereinen haben sich gegen den Saisonstart morgen ausgesprochen. 5 Vereine haben sich enthalten. Und Marcel Schreiner hat über die Entscheidung mit dem Präsidenten des Badischen Handballverbands gesprochen. Herr Knapp, die Abstimmung hat es ergeben. Am Wochenende kann die Saison losgehen. Wie froh sind Sie, dass es jetzt tatsächlich endlich wieder losgeht mit Handball? Im Sinne des Handballs glaube ich, dass es gut ist, dass es losgeht. Aber froh bin ich darüber, dass wir das gewagt haben, diese Abstimmung noch zu machen und ein klares Ergebnis bekommen haben. Meine größte Sorge war, dass es ein 50-50-nahes Ergebnis gibt. Dann hätten wir zwar eine Auszählung gehabt, aber eine entscheidungsreif schlauer wären wir nicht gewesen. Das heißt also aber auch, Sie haben jetzt schon gesagt, ein paar Vereine, 31 Vereine, haben sich erstmal dagegen ausgesprochen, wollen im Januar erst starten. Was gibt es denn jetzt da auch für Handhabe, wenn Sie sich jetzt tatsächlich weigern würden, aus gesundheitlichen Gründen oder auch aus anderen Gründen, wirklich daran teilzunehmen jetzt an der Saison? Wenn die Möglichkeit nicht besteht, aus gesundheitlichen Gründen anderen, dann können Sie nicht spielen, dann ist es zunächst einfach so, dass ein Spiel als verloren gewertet wird. Wir werden sicherlich versuchen, in Corona-Saison, was zusätzliche finanzielle Strafen und so weiter angeht, das großzügiger zu handhaben. Das ist etwas, was wir im Präsidium noch genauer beschließen müssten. Aber da kann ich sagen, da wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein, so wie das in einer normalen Runde üblich ist. Aber die Mehrheit will spielen, die darf, so war es geplant die ganze Zeit, die darf spielen. Wenn jemand nicht mitspielen kann oder will, dann gilt dieses Spiel als verloren. Es wäre ja unfair gegenüber denen, die spielen wollen, mehrheitlich, es nicht so zu tun. Was macht Sie zuversichtlich, dass man die Saison dann trotzdem regulär zu Ende spielen kann? Also ich bin Optimist, das war ich immer, das bleibe ich auch hier. Ich kann nicht verhehlen, dass es bei mir eine gewisse Anspannung gibt. Jetzt liest man wieder dieser Tage, wo überall die Fallzahlen wieder hochgehen. Vorhin hat mir der Präsident des Südbadischen Handballverbandes eine Meldung geschickt. Ich konnte nur die Headline lesen, dass bei einem Fußballspiel in Nordrhein-Westfalen jetzt 400 Leute in Quarantäne genommen werden.
Ja, vor solchen Dingen ist niemand gefeit. Wir auch nicht. Ich hoffe, dass es nicht kommt. Ich bin Optimist, weil mehr als 500 Freundschaftsspiele sind schon passiert. In einigen Verbänden sind Bundesliga-Jugendqualifikationen durchgeführt. Wir haben nirgendwo etwas gehört oder eine schlimme Nachricht bekommen. Das hält meinen Optimismus hoch. Hand aufs Herz, gibt es trotzdem Plan B in der Schublade, falls man wirklich abbrechen müsste? Wenn wir abbrechen müssen, müssen wir halt abbrechen. Und dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es so hart kommen würde, dass man abbrechen muss dazwischen, dass es eine Frage von 1 oder 2 Wochen ist. Dann wird sicherlich härter länger abgebrochen. Und wenn der Fall eintritt, kann ich mir mit gesundem Menschenverstand nicht vorstellen, wie man dann danach noch eine Runde vernünftig zu Ende spielen kann. Herr Knapp, wir freuen uns aufs Wochenende und drücken die Daumen, dass es tatsächlich regulär durchgespielt werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie mit mir drücken, den Daumen. Danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Ja, in den vergangenen Wochen haben wir ja gerne unsere Kollegin Olivia und Sarina rausgeschickt, um die schönsten Ecken unserer Region zu erkunden. Und weil es so viele schöne Ecken gibt, zeigen wir jetzt nochmal die Highlights von Urlaub so nah. www.deinefreizeit.com. Das Freizeitportal des Rhein-Neckar-Kreises macht Lust auf Ausflüge in unserer Heimat. Es war einmal ein Sommer, in dem wir kreativ werden mussten, weil große Urlaubspläne im Ausland nicht klappten. Aber in unserer Region müssen wir gar nicht lange suchen. Urlaub kann manchmal ganz nah sein. Das haben wir Ihnen in den letzten 3 Monaten gezeigt. Hier ging es überall hin. Nach Ladenburg, nach Bad Dürkheim, in den Odenwald, nach Dörrenbach, an die Oberrheinebene, in die Südpfalz, in den Kraichgau, nach Annweiler, ins Neckartal, nach Neustadt, in den kleinen Odenwald, nach Deidesheim und nach Worms. Und Woche für Woche hieß es: Ich packe meinen Ronny und nehme mit. Ja, vom Straußenei bis zum Fernglas. Gepäck hatten wir immer ordentlich dabei. Schließlich steht Urlaub so nah vor allem für Vielfalt. Wir waren sportlich, wir haben nie ausgelernt und Ausflüge ins Tierreich gemacht. Schwelgen wir mal gemeinsam in Erinnerungen. Kapitel 1: Die Römerstadt. In Lopodunum, aka Ladenburg, finden wir heute noch eine Vielzahl römischer Überreste, des Kastells oder des Forums und auch noch der eine oder andere gruselige Fund. An dieser Stelle... Das Besondere hier ist, auf der Sohle wurden 2 Skelette angetroffen. Und in einem Fall kann man eindeutig einen Mord feststellen. Von einem Schauplatz des Verbrechens ging es... auf Schatzsuche, und zwar auf eine ganz moderne. Geocaching heißt der Trendtipp. Geocaching ist im Prinzip eine Hightech-Schatzsuche in der Natur. Man sucht Boxen, man löst Rätsel und der Sinn ist, auf einem Gerät, dem GPS-Gerät, Koordinaten einzugeben, die einem von Station zu Station führen. Einen Sommertag nur an der frischen Luft verbringen, das gehörte auch dazu. Kapitel 3: Im Odenwald. Gibt's die schönsten Touren für Mountainbiker. Wem das zu rasant ist, tief versteckt und ohne Chance auf Netz, befindet sich die Spatschlucht, die zum Abbau von Schwerspat genutzt wurde. Wichtigstes Accessoire: festes Schuhwerk. Und ein anderer Schuh wurde später auch noch wichtig. Kapitel 4: Märchen in der Pfalz. Und wieder zum Schuh. Hier hat Aschenputtel nämlich ihren verloren. Und im tiefsten Pfälzerwald verstecken sich noch weitere Märchenfiguren. Schneewittchen, Sterntaler, Rapunzel und Dornröschen. Ach ja, und der Frosch. Kapitel 5. Zwischen Dünen und Wellen. Erstes findet man in Sandhausen. Ja, der Name ist Programm. Hier fühlen sich auch allerlei Tierchen wohl. Kleine und große. Die Wellen im St. Leoner See fallen zwar klein aus, aber besser als gar kein kühles Nass im Sommer. Erstes Mal Stand-Up-Paddeln und meine Kollegin Sarina fällt nicht mal ins Wasser. Ein bisschen mehr Respekt hat sie dann aber vor diesen Tieren. Zumindest, wenn sie mal ausgewachsen sind. Kapitel 6: Das Afrika der Südpfalz. Das afrikanische Federvieh hat nämlich auch in der Pfalz ein Zuhause. Aber Obacht! Die können schon sehr gefährlich werden. Also wenn die aggressiv sind, dann heben sie ihren Brustkorb nach oben, sind dann noch größer und haben volle Schlagweite nach vorne mit den Beinen. Und die können mit einem gezielten Hieb einen Löwen töten.
Ein Besuch auf der Straußenfarm, ein absolutes Highlight in unserer Region. Also, für schöne Urlaubstage ist der Weg manchmal kein weiter. Weitere Ausflugstipps gibt's auf www.deinefreizeit.com, das Freizeitportal des Rhein-Neckar-Kreises. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken, das machen wir dann gleich. Willkommen zurück an diesem Freitagabend und jetzt gehen wir nochmal auf Tour Urlaub so nah mit unseren Reportern in der Rhön-Region. www.deinefreizeit.com, das Freizeitportal des Rhein-Neckar-Kreises, macht Lust auf Ausflüge in unserer Heimat. Weiter geht's mit der Märchenstunde Urlaub so nah. Unsere Ronnies haben so einige Kilometer in der Rhein-Neckar-Region zurückgelegt. Kapitel 7 – Große Liebe. Vom riesigen Federvieh zum spuckenden Lama. Über Stock und Stein ging es mit den Vierbeinern durch den Pfälzerwald nach Trifels. Die Lamas leben ungefähr genauso lange wie Hunde mit Menschen zusammen. Und von daher ist es also so, dass diese Tiere eine Grundneugierde haben, ein Grundvertrauen auch zum Menschen haben. Die haben also den Menschen nie als negativen Feind oder so erlebt. Und das genießen die auch mit Menschen, was zu machen. Ja. Mein Kollege Max hat bei der Wanderung die Liebe seines Lebens gefunden. Kapitel 8 – Historische Burgen haben wir in Sinsheim, Bad Dürkheim und in Neustadt an der Weinstraße besucht. Die Burg Steinsberg zum Beispiel glänzt mit ihrem anliegenden Weingebiet. Nach vielen Stufen kann man diesen Blick genießen. Wer lieber in der Pfalz unterwegs ist, die Klosterruine Limburg ist umgeben von tollen Wanderwegen durch den Pfälzerwald. Oder das Hambacher Schloss. Hier wurde Geschichte geschrieben, denn dieser Ort gilt als die Wiege der deutschen Demokratie. Kapitel 9 – Alte Klassiker haben wir im Museum Autovision in Altusheim gesehen. Dass die Vorkriegsausstellung der Marke NSU wohl die weltgrößte ist. Wir haben die weltweit einzige Wankeldauerausstellung. Und wo wir hier stehen natürlich, das sehen wir schon an den sehr schönen Autos. Wir haben die letzten französischen Bugattis, wo also auch Einzelstücke dabei sind, die Sie sonst nirgends sehen. Und was Sie auch nirgendwo zu sehen bekommen, sind unsere Outtakes. Hier aber schon. Meine Kollegin Lena ist buchstäblich über sich hinausgewachsen. Nein! Okay, genug für heute. Cosima hatte den Minigolfschläger total im Griff. Prinzessin Olivia und Lena mussten sich mit einem haarigen Problem herumschlagen. Meine Haare. Es gab kleine Aussetzer. Das war jetzt so schlimm. Dennis, ich muss sagen, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als jetzt mit dir hier zu sitzen. Okay, Sekunde. Und wenn unser Kameramann Markus endlich zum Ende kommen möchte. Hey Dennis. Ja. Magst du lieber die Roten oder die Grünen? Ey Leute, ich will auch wirklich irgendwann mal Feierabend. Ja, okay. Wir sind auf Märchenpfaden gewandert, doch jedes Märchen hat ein Ende. So auch unseres. Weitere Ausflugstipps gibt's auf www.deinefreizeit.com, das Freizeitportal des Rhein-Neckar-Kreises. Ja, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute und damit endet unser Märchen und wir kommen noch zum Wetter. Ein Ende des tollen Spätsommerwetters ist auch am Wochenende nicht in Sicht. Im Gegenteil, abgesehen von einzelnen Frühnebelfeldern verwöhnt uns Hochmanfred schon von früh an mit viel Sonne und blauem Himmel. Ein paar harmlose Wolken sind am ehesten im Süden unterwegs. Dazu wird es angenehm warm. Morgens ist es zwar noch ziemlich frisch, im Laufe des Tages klettern die Temperaturen aber bis auf 26 Grad. Ähnlich schön wird der Sonntag. Wer vor der dunklen Jahreszeit also noch eine Portion Vitamin D tanken will, hat reichlich Gelegenheit dazu. Auch die neue Woche bietet noch Chancen zum Sonnetanken. Das Ganze bei angenehm warmen 27 Grad. Nachts und morgens bleibt es allerdings frisch. Am Dienstag steigt das Gewitterrisiko.
Und wir kommen zu guter Letzt aus aktuellem Anlass doch nochmal zu König Fußball zurück und fragen erstmal nach, was Lautern macht, Max. Sie liegen immer noch 0:1 hinten, gleiches Halbzeit. Also langsam wird es dann Zeit für die Roten Teufel. Wird auch Zeit für eine gute Kabinenansprache, ne? Würde ich mal sagen. Richtig. Mhm. Aber da dürfen wir heute nicht Mäuschen spielen. Leider nicht, aber das nächste Mal. Und auch natürlich die Bundesliga startet, die Bayern gegen Schalke. Auch das nehmen wir gerne noch mit als Fußballfan. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.